Dank Drohnen das Wetter können vorhersagen. Das ist das Ziel von einer St. Galler Firma. Dabei dringen die Meteorologen in bisher unerforschte Luftschichten. Unter anderem auch in Amerika. Dort machen die Ostschweizer Drohnenpiloten Jagd auf Wirbelstürme. Roger Inauen. Windstärken von mehreren hundert Kilometer pro Stunde und sind flutartige Regenfälle. Der Sturm Irma hinterlässt in der Karibik Verwüstung und tobt diese Woche in den USA. Verhindern kann man so Stürme nicht, aber man kann versuchen zu berechnen, wann und wo sie entstehen. Mit Wirbelstürmen und extremem Wetter beschäftigt sich die St. Galler Firma Meteomatics. Als erstes Unternehmen schweizweit sammelt es mit Drohnen Wetterdaten. Das auch im Auftrag der amerikanischen Wetterbehörde. Die Irma war für die St. Galler dann aber doch eine Nummer zu gross gewesen. Bei den tropischen Wirbelstürmen ist es wichtiger, dass man eine längerfristige Prognose hat, dass man sagen kann, wo in 5 Tagen zum Beispiel der Sturm ist. Und da helfen die Drohnendaten weniger als bei der kurzfristigen Prognose. Auf Sturmjagd geht Meteomatics im kleineren Stil. 3 Piloten waren Anfang Jahr in Oklahoma, wo sie mit den Drohnen Messungen für Tornadoforschung gemacht haben. Mit den Daten sollen die Tornados besser vorhergesagt und so die Menschen früher gewarnt werden können. In der Schweiz stehen 5 Drohnenpiloten im Einsatz. Einer von denen ist der Benjamin Koffel. Jede Nacht um 11 Uhr startet er auf dem Flugplatz zu Amliken. Um die 20 Mal pro Nacht lässt er die Drohne bis zu 1500 Meter in die Höhe steigen. Dort oben misst er den Luftdruck, die Feuchtigkeit und die Windstärke. Fliegen muss der Benjamin Koffel in der Nacht, weil der Tag durch die Drohne der Flugzeug in den Weg kommt. Flugzeug ist in der Nacht kein Thema auf dieser Höhe oben. Das Einzige, was es gibt, ist die Träger, die kommen könnte. Haben wir auch schon gehabt. Die telefonieren uns aber. Da werde ich informiert und dann mache ich eine Pause von 20 Minuten, bis die durch ist und mache dann meinen Flugbetrieb weiter. Noch fliegt der Benjamin Koffel die Drohne vor Ort. In Zukunft sollen sie aber vom Hauptsitz St. Gallen aus steuern können. Meteomatics schafft dazu ein neues System. Die Drohne startet und landet auf den Flugplätzen selbstständig und wird aus der Zentrale überwacht. Für die Entwicklung dieser Systeme nimmt die Firma viel Geld in die Hand. Bis zu 100'000 Franken kostet eine einzige von diesen Drohnen. Grosse Investitionen für hohe Ziele. Unser Motto ist die perfekte 24-Stunden-Vorhersage. Weil da ist eigentlich der Kurzfristbereich, den wir mit den Drohnendaten verbessern können. Wir können viel genauer sagen, wo sich Gewitter entwickelt, wo sich Nebel entwickelt. Durch die Daten aus den unteren Luftschichten. Nebel und Gewitter in der Schweiz, Tornados in Amerika. Mit der Drohne aus St. Gallen wird das Wetter also ein bisschen berechenbarer. Damit sind wir am Schluss der News von heute. Ganz im Gegensatz zu deinen Protagonisten, Dominik. Die stehen jetzt in den Startlöchern.